Die Stunde schlug und es war Zeit für den Jellybar auf den Markt zu gehen. Der Jellybar ging auf den Markt und dort sah er den Kaufmann Bombola. Wie der dort ein Huhn verkaufte für 100 Goldstücke. Der Bombola rief hinein in die Menge. Huhn, 100 Goldstücke, ein Huhn, 100 Goldstücke, Huhn, ein Huhn, 100 Goldstücke. Eine riesige Menschentraube stand um den Bombola herum und der Bombola schrie hinein in die Menge. Huhn, 100 Goldstücke. Da kam der Jellybar hinzu und sagte, Herr Bombola, wie kannst du denn ein Huhn für 100 Goldstücke verkaufen? Was kann denn das Huhn? Das Huhn hier? Das Huhn kann sprechen, sagte Bombola. Ja? Der Jellybar lief nach Hause, holte seinen Truthahn, stellte sich auf die andere Seite und schrie, Truthahn, 200 Goldstücke! Truthahn, 200 Goldstücke! 200 Goldstücke, ein Truthahn! Die ganze Menschentraube von Bombola drehte sich herum und ging hinüber zum Jellybar. Truthahn, 200 Goldstücke! Da kam der Bombola hinzu und fragte, Jellybar, wie kannst du denn einen Truthahn für 200 Goldstücke verkaufen? Ja, was kann denn der Truthahn? Der Truthahn hier, der kann zuhören.